So, jetzt ist es doch schneller gegangen, als ich gedacht habe. Die Zeit von Kent Johnson bei den Columbus Blue Jackets ist vorbei, weil er ist nicht mehr bei den Columbus Blue Jackets, er ist abgeschickt worden in die AHL. Der Kent Johnson geht runter in die AHL und für ihn kommt der Igor Shinnikov rauf. Ich finde es mega smart von den Columbus Blue Jackets, dass sie diesen Move gemacht haben, weil so können sie ein Druck aus der ganzen Situation nehmen. Weil wie ich schon im letzten TikTok zum Kent Johnson gesagt habe, hat er ja seinen Agent gewechselt zu einem Agent, der bereits Seth Jones und Pierre-Luc Dubois bei einem Wechsel geholfen hat weg von Columbus, ist jetzt natürlich auch die Gefahr groß, dass der Kent Johnson einen Wechsel raus aus Columbus forcieren wird. Der 50. Pick vom 2021 Draft ist in seinem letzten Jahr von seinem ELC und wird im Sommer RFA werden. Ich nehme an, dass sie ihn so schnell wie möglich werden wegtraden, weil in Zukunft hat er in Columbus fix nicht mehr. Aber für ein anderes Team wird es sicher einiges an Value geben und vielleicht bekommen sie den ein oder anderen Pick auch zurück für ihn über. Aber ich bin gespannt, dass du denkst, was ist der Kent Johnson in einem Trade wert? Ist ein Gegenwert von einem First-Rounder überhaupt angemessen für einen, der eh in die AHL schickt? Oder wird es ein Second-Rounder oder vielleicht irgendein Prospect aus einem anderen Team? Wir werden es sehen, aber ich bin gespannt, was du denkst. Let me know in the comments.